Es ist Sonntag, vielleicht 18 Uhr. Willkommen zurück zu Baldur's Gate. So, wir plündern hier gerade einen magischen Turm und ich habe gerade einen Ring gefunden, der Arcana Kunde und Religion plus 1 gibt. Jetzt muss ich rauskriegen, wer am meisten Ahnung hat. Okay, 6, Schattenherz ist auf jeden Fall in Sachen Religion richtig weit vorne. Sie bräuchte wahrscheinlich am meisten. Ja, okay, ich kriege also nicht beides. Wovon kriegt er das? Achso, ja, denn, oder wir hatten noch Slots frei. Warte mal, Gale hat Wucht und Dunkelheit sehen. Ja, das braucht er als Mensch, ne? So, hat Schattenherz noch Slots frei für Ringe? Oh ja, okay, dann trägt sie den Ring, weil das ist, die anderen haben halt einfach keinen Platz mehr für Ringe, ne? So, Judy, dann... Die hätten noch Bücher, die ich nie kennt. Die sorgst du mit Kunst der Tresurschrift drin. Achso, das ist ja das, da hätte ich vielleicht selber lesen können. Herausgerissenes Papier. Die Schrift aus dem abgerissenen Papierstück ist zittrig. Tränen verschwimmen kaum lesbar. Die Stille zieht sie. Ich bin ganz allein. Darf ich bitte eure Hände halten? Nur kurz. Hm. Ach, da hinten ist das noch so eine Scheibe, ne? So, können wir das lesen, das Ding? Das kann ich lesen, oder was? Ein gravierter Gedankenschein mit einem komplexen Codierschlüssel mit der uralten Git-Dialekt entziffert werden kann. Ein hilfreicher Fund, falls du einmal auf uralte Schriften stoßen solltest. Ach so, ah ja, I see. Das heißt, ich könnte jetzt das Ding mit dem Ding hier kombinieren, oder was? Ach so, gelobt sei eure Mutter Git, Königin des einen Himmels, so kamen wir frei für den Fest der Gänge. Okay. Ach so, ja gut, das ist das, was uns Sings vorgelesen hat. Okay, ich hätte sie also nicht, ich hätte Lazelle also nicht selber fragen können. Ich hätte die komische Codescheibe auch einfach selber nutzen können. Na gut. Interessant ist, die Gist das trotzdem lesen können, ne? Naja. So, Gold, das. Ansonsten ist hier gar nichts. Na gut, dann drücken wir mal den großen Knopf und gucken, was passiert. Ich ahne, dass er entweder den Keller öffnet oder die Verteidigungsdinger aktiviert. Something's buzzing. That collar, I think. Das Halsband. Das Halsband, was ich vor Ewigkeiten geklaut habe. Von dem toten Hund, den ich ausgebuddelt habe, irgendwo bei den Pilzen oder nicht. Rosa ist Hundepause. Ach, Myrna! Ah! Oh! Das ruft den Hund zurück. Wow. My faith will guide me. I'll go this way. Okay, warte mal. Kann man das Hunde... kann man das Hundehalsband als... Collar summons food. Oh, for a pet, I guess. Pretty neat. No more food for Fido. Sorry, I've already got a best friend. Wow. Warte mal, Tierfreund? Nee, was hat sie vorgetragen? Hat sie das Ding vorgetragen? Das macht das. Also cool, wir können den Hunde, wir können das Hundehalsband tragen. Ah. Okay, aber haben wir das Grab nicht irgendwo in der Pilzsiedlung gefunden? Vor dem Hund? Das war doch ewig weit weg, oder nicht? Naja. Das freut mich auch, was wir als nächstes machen. So, denn Aufstieg. Oh, fuck. They are from the opening stanza of a play you found in this very tower. Ah, super. Also wir kennen die Worte, weil es sind die ersten Worte eines Schauspiels, das wir gefunden haben. Wenn das Spiel mir jetzt nicht sagt, welches das nächste Ding ist, habe ich leider nicht aufmerksam genug gelesen. Oh, seid ihr ein Freund, ein Retter aus Einsamkeit? Ich bin ein Freund, ich komme in Frieden, ich bin nicht abscheulich, ich bin eine Feindin. Dann sagen wir das Ding da. Don't get me wrong. I love poetry as much as an ex-wizard, but using it to command an automaton seems a bit self-indulgent to me. Ein Roboter mit einem Theaterstück zu befehligen ist schon ganz witzig. Die Stille zieht sich, ich bin ganz allein, darf ich immer hinhalten, nur kurz. Ach ja, das lag auf den Zettel drauf, ne? Wie kann ich hier trauen? Wie kann ich euch zeigen? Gehen Wesen leuchtet ein Licht, Richtung. Dann mache ich das da. Was ich jetzt passiert, wenn ich das mache, ich an, dass ich sterbe mal wieder. Come here. For just a moment.
His arms are too tight and too low for a comfortable hug, as if he's meant to be embracing someone slightly shorter. Remember, you are loved and all so much. You've been great. And everyone will be so proud of you. Also die Maschine umarmt noch mal jemand Kleineres. Hm. Ah ja. Da hätten sie übrigens noch mal belebte Rüstung. Achso. Kaputte Apparatur. Na gut, das, das ist schon irgendwie ein bisschen traurig, ja, dass die gute Lenore sich halt eine Maschine gebaut hat, die sie umarmt. Einfach, weil sie sich einsam fühlt, ne? Was haben wir hier noch? Das Pipi ist eingerissen und abgerissen, so ob es häufig in der Hand gehalten und sehr geschätzt wurde. Draufstehen ein kleines Gedicht ohne Namen. Lehrerbilder sind alles, was ich von euch noch habe. Ein letztes Geschenk, eine letzte gedankenlose Gabe. Ich hüte sie weiter, ich kann sie nicht verbrennen. Mir fehlt schlicht der Mut, mich von ihnen zu trennen. Hm, naja, auf jemand Ware. Oh, hier ist ein Kran. Aber der geht nicht so tief. Hm. Da hätten sie die belebten Rüstungen. Das wäre ja schon ein ärgerlicher Kampf geworden, die alle umzuhauen, ne? Jetzt nochmal ein Stück hoch. Quasi ist es ja einfach nur das Ding, wo die Rüstung klappert. Kann ich mit der Rüstung reden? Jetzt wissen wir leider nicht, was aus Lenore geworden ist, ne? Naja. Aber was wir leider auch nicht haben, ist den Keller. Eine runde Flasche. Hm. Hm. Dann haben wir hier ganz oben halt den Kran. Na ja, gut, Bernhard. Wächter des verzauberten Turms. Ich nehme an, dass es mich alle Maschinen angreifen, wenn ich versuche, eine Maschine kaputt zu machen. Warte mal, hier hinten haben wir noch ein Bücherregal. Kreisch. Haben belebte Rüstungen eine Persönlichkeit oder machen die einfach nur Geräusche? Naja, gut, dass wir dieses Wahrnehmung fehlgeschlagen. Das ist natürlich ärgerlich. Warte mal. Achso, die gucken da drüber. Warte mal, kommt immer raus aus der Ecke. Ich muss hier mal jemanden hinstellen, der vielleicht wie noch Wahrnehmung hat dafür. Ah. So, ich nehme an, das war jetzt die Tür im Keller. Weil eigentlich viel mehr kann ja gar nicht übrig sein, oder? Vielleicht Quicksave nochmal versuchen, mal mit dem Wächter zu reden. Der hat übrigens eine ganz coole Waffe bei, die hätte ich gerne. Das hat Level 5, ne? 200 Kilo, 2 plus Initiative, Konstrukt, Bernhard. Mehrfachangriff, statische Entladung. Kann mir ein Mittel aussehen, solange seine Aura der statischen Entladung aktiv ist. Er hat eine Chance zu... Na gut, da reden wir jetzt mit ihm. In jedem Licht soll er... Okay, das müssen die... Aha. Okay, gut, super. Dann habe ich natürlich genau das Ding gerade ausgelöst, was ich nicht auslösen wollte. Das ist mal wieder fantastisch soweit. Na gut, kann man beliebte Rüstungen wahrscheinlich nicht in Schlaf versetzen, oder? Naja, wahrscheinlich eher nicht. Hohe Verteidigung, Schattengürtel, ja. Oh, werde unsichtbar. Oh. Wir sind nicht unsichtbar geworden. Hm. Warum haben wir das jetzt? Ach ja, doch, jetzt bin ich doch unsichtbar. Und aus irgendwelchen Gründen hat es nur gehangen. Naja gut, das ist eigentlich eine gute erste Aktion, unsichtbar zu werden, sag ich mal. So, müsste so ein Automator nicht voll wieder... Oh, der hat das... Er ist einfach mal gegen alles widerstandsfähig! Wer ist nicht gegen arkane Energie? Feuer? Feuer ist natürlich widerstandsfähig. Blitz? Warum ist er eigentlich gegen Blitz immun? Ich hätte gesagt, ich hau ihn jetzt erstmal volle Pulle im Blitz an den Kopf und hoffe dann, dass er dadurch irgendwie umkippt. Ja, super. Okay, dann versuchen wir es mit... Na, Feuer geht ja auch nicht. Es hat natürlich genau die beiden Elemente, wo ich jetzt hier nicht so richtig was hab, war. Was für einen Schaden macht... Achso, das macht aber nur Hiebschaden, das Ding. Ja, Hiebschaden ist ja auch nichts, ne? Hm. Ja, das ist natürlich außerordentlich ärgerlich, sag ich mal, weil ich krieg das... Ich hab hier... Also Gale hat in Sachen Magie nichts. Was hier irgendwie effektiv helfen könnte. Ihr könnt die maximal so eine Explosivflasche an den Kopf werfen, ne? Hm. Habe ich mir anscheinend nicht richtig durchgelesen, was ich tun muss. Ich wollte die Dinger bekämpfen, aber halt nicht alle, ne? Warum haben die denn Sporen? Achso, er hat Sporen des Glücks. So, sind die Rüstungen auch gegen alles immun? Okay, nee, die Rüstungen sind nicht gegen alles immun. Ja, dann renne ich mit Geld, glaube ich, erstmal weg. Ich kann einfach abbauen. Und
versuche erstmal die umzuhauen, ne? Bevor die mir irgendwie Probleme machen. Achso, ja, keine Ahnung, er wird ja nichts tun. Aber. Denn, ja, die Rüstungen sind auch nur Level 3. Au. Au. Kalach nimmt ganz schön viel Damage. Schwirr. Das gefällt mir nicht. Ernsthaft? Das ist wohl nicht gesehen. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal hier Kampfesrausch. Echt hohe Verteidigung, ist das euer Ernst? Naja, gut, und dann heilen, ne. Siehst du so Angriffe auf jeden Fall. Ernsthaft? Naja, gut, okay, das war jetzt gar nicht mal so viel Damage. 10 halt, ne? Das ist eine Bonusaktion, denn da brauchen wir, glaube ich, nicht mit sparen. So, gut, dann. Ja, nee, Nahkampf. Ist irgendwas, was das Dings kann, irgendwie sinnvoll? Korrosiver Schlag? Keine Ahnung. Was ist das andere hier noch? Erschütternder Hieb? Kommt jetzt eigentlich der korrosive Schlag her? Ja, wir machen den einfach. Ah ja, super. Würde mich insgesamt besser damit, wenn ich die Rüstung erstmal kaputt mache, oder? Dann könnte ich echt zweimal schießen. Schrecklich. So, was macht denn hier so ein... Na komm, versuchen wir es einmal. Okay, er ist verstummt. Das heißt, theoretisch, er kann jetzt nicht mehr... Seinen lächerlichen Dingpumps-Angriff machen, oder? So schwer zu stoßen, na super. Ja, dann kann ich mit ihm ja nicht nur weiter irgendwelche Level 2 Zaubersprüche zaubern, ne? Okay, das Vieh ist schon mal down. Ah, komm voran, also Gale wird sich jetzt durch einen. Ist das wieder unten? Ach, das ist immer noch mit, ne? Fuck, wenn niemand treffen ist. Ich denke, er ist. Nein, tot, oder? Ernsthaft? Oh, das ist ja so nervig. Ich denke, er ist verstummt. Warum kann er das denn trotzdem machen? Das ist irgendwie dieses Verstummen funktioniert die Hälfte der Zeit auch nicht. Kann ich den Kampf hier gewinnen, ist die Frage, ne? Und ich kann Kalach erstmal aufheben. Und dann kann ich noch einen größeren Heal raufballern auf sie. Aber sie kann halt nichts machen und der Wächter wird dadurch ja auch nicht schwächer. Und er kann halt mehrfach angreifen, da ich da nah dran steht. Und wenn sie selber ist halt auch mega schwach und bevor sie das nächste Mal rankommt, kriegt sie den AOE hier auch nicht raus. Achso, ich hätte auf jeden Fall mal einen Heiltrank trinken sollen. Wie viel von den großen Heiltränken habe ich denn noch? Könnte sein, dass das jetzt hier ein kompletter Nichtkampf ist, weil ich mich jetzt hier 20 Minuten lang rumärgere mit dem Kampf. Ach, das ist eine Aura, die Damage macht. Na super. Ja, aber ich komme auch nicht so. Da hatte ich nicht hier irgendwie so eine raffinierte Aktion, Rückzug. Tatsächlich habe ich nicht genug Trefferrad dafür. Na super. Monkard always be a gentleman. Das ist ein AOE, ne? Gegen Eis wäre er, glaube ich, empfindlich, ne? Schallimmunität. Ah ja, okay, gut. Das ist gut, dass wir keinen Schallschaden machen. Ja, wäre tatsächlich empfindlich. Ja, doch. Er wäre tatsächlich empfindlich gegen Eis. Das Problem ist, dass meine Leute stehen an ihn dran. Hm. Das ist natürlich auch so nicht unpraktisch, sag ich mal. Oh, was kann man da tun? Habe ich noch irgendwas anderes, was mich irgendwie aus der Misere bringt? Nicht wirklich, oder? Wahrscheinlich töte ich meine Leute gleich wieder. Schattenherz auf jeden Fall. Macht für mich ein ziemlich schwerer Kampf.
Ja, wegen seinem AOE-Zeug halt auch. Ich habe halt leider auch kein Single-Target, irgendwas, was jetzt hier irgendwie sinnvoll noch Schaden macht. Und offensichtlich kann ich seine statische Entladung ja nicht einfach mit Dings bremsen. Nee, ich habe leider überhaupt nichts, was hier irgendwie helfen könnte. Also die ganze Karte-Magie, die ich habe, das hier ist Feuerschaden, ne? Ja, das ist natürlich Feuerschaden. Die ganze geile Magie, die ich habe, die funktioniert halt alles nicht gegen die Burschens hier. Ich kann jetzt hier maximal auf den hier weiter rumballern. Lol, nicht getroffen. Ja, wow, okay, dann werde ich wahrscheinlich einmal einen Stern nicht machen. Wow. Ja, super, dann ist jetzt... Achso, siehst du, sie hat letzte Runde gar nicht angegriffen. Bin ich jetzt nicht gerade aus dem Berserk-Modus gefallen? Ja, super, ne. Kann ich jetzt hier noch einen schweren Trank trinken? Ja, ich muss diesen Roboter halt umschlagen, aber es sieht jetzt gerade nicht so aus, als wären wir in der Nähe von... Ja, Hauptsache, das Vieh weicht aus. Ich kriege halt jedes Mal übel Elektroschaden davon. Ja, okay, bevor wir das jetzt machen, laden wir einfach nochmal. Und, machen das nicht. Weil das ist halt irgendwie... Also ich glaube nicht, dass ich den Kampf gewinnen würde. Ich würde wahrscheinlich einfach komplett sterben. Und am Ende haben wir dann auch nichts erreicht. Das ist das Einzige, was wir jetzt noch ausprobieren könnten, ist, ob wir die einzelnen Roboter kaputt kriegen. Also auf jeden Fall im Nahkampf an dem Vieh dran zu stehen, das kann vielleicht Karlach machen, aber sonst niemand. Ja, das ist ein bisschen... Also für den Kampf müsste ich auf jeden Fall erstmal umspecken auch. Ich glaube, ich habe gar keinen anderen Level 3 Zaubersprüche, ne? Weil ich müsste zum Beispiel auf Gale. Der kann ja auch... Also ich kann ja auch andere Zaubersprüche. Ich muss ja nicht zwingend Feuer mitnehmen. Ich habe bloß... Gut, okay, hat gar nicht so viel, ne? Gut, Melf-Säure-Pfeil würde, glaube ich, ganz gut funktionieren zum Bleistift. Anstatt jetzt hier irgendwie der große Feuerball. Glaube ich. Ja, aber ansonsten... Er hat also Geld. Ich müsste doch mal vielleicht noch ein paar Zaubermagierollen kaufen. Na gut. Ich müsste dann mal kurz was anderes probieren und mal hier eben... Weshalb bin ich natürlich auch nicht gemerkt, welches Ding ich gerade gekauft habe, ne? So, was passiert, wenn ich hier einzelne Roboter angreife? Okay, dann bin ich auch im Kampf gegen alle. Nur, dass der Kampf damit anfängt. Death is but a word away. Also, jetzt kann ich dann mal den Säurefall ausprobieren, wie gut der tatsächlich gegen den großen Roboter ist. Aber der große Roboter ist bestimmt auch mega mobil. Lol. Wie das Säure-Ding auch einfach nicht trifft, ne? Viel Schaden? Also, macht gar nicht so viel Schaden da, ne? Covered. Eigentlich wollte ich mit dem Vieh noch reden. Habe ich keine mehr von diesen Bomben, die ich immer durch die Gegend geworfen habe? Weil die werden jetzt echt gut, weil die machen nämlich Energieschaden. Ich glaube, Energie... hier, die Dinger meine ich. Warum hat der denn eigentlich... Dings die nicht? Nicht Karla. Kann ich ja nicht, wenn ich zwei Aktionen pro Zug habe, kann ich doch nicht zwei werfen. Okay, es macht nur 8 Schaden, das Ding. Das ist gar nicht mal so gut. Ich meine, das ist jetzt schon mehr Schaden als letztes Mal gemacht. Okay, gut, ich kämpfe nicht gegen das Vieh. Lad nochmal hier, das ist ja schrecklich hier. Okay. Dann rede ich nochmal kurz mit dem Vieh. Wie kann ich vertrauen, wie kann ich zeigen, weil du bist ich mein Herz entrissen? Was ist das hier? Okay. Leere Bilder sind alles, was ich noch habe. Aha, was haben wir jetzt erhalten? Was habe ich jetzt erhalten? Achso, ich habe Tote beleben, Schriftrolle singender Strahl, runde Flasche. Ah ja, und okay, super. Achso, es gibt also ein Command, was quasi die Falle ist. Jeden Wesen durch dein Licht. Okay, das war das Angriffsding. Ach guck mal, diesmal haben all meine Leute das Initiative. Bringt halt also gar nichts, ne? Man möchte irgendwie meinen, dass man irgendwie die... Achso, das ist Gift. Okay, Giftfeuer war ja sowieso sinnfrei, ne? Das ist das Level 3 Eis. Haut ihn das Vieh irgendwie um? Ne, nicht wirklich, ne?
das hier noch? Und ein Hüt? Also das funktioniert ganz gut. Rückenbrecher? Okay. Let's end this. Das Ding ist halt bloß, jetzt stehen wieder all meine Leute im Nahkampf, ne? So könnte das fast funktionieren, sag ich mal. Er steht wieder auf, oh lol. Kreisch. Ist krass, wie gut Astarion darin ist, Sachen auszuweichen, ne? Er hat gerade 4 Schüsse. Kann ich ja nicht nennen. Ah. Das Ding ist, der Roboter muss halt quasi tot sein, bevor der zum zweiten Mal dran kommt, ne? Rettung ist aus Eis gelungen, aber zumindest Eis scheint ganz gut Damage zu machen, so wie es aussieht. Jetzt muss Schattenherz das eigentlich reißen, ne? Das heiliges Feuer, 50% Wahrscheinlichkeit. Das ist bessere Treffer wahrscheinlich als der Rest. 25% Chance nur. Das macht, glaube ich, nicht genug Damage, oder? Denn jetzt macht der Roboter gleich wieder Feuer an und dann ist alles vorbei, ne? Achso, ja. Genau, das macht wieder diese komische statische Überladung. All meine Leute stehen da drinnen und der haut komplett alles aus dem Leben. Mit nichts, ne? Die können wir ein bisschen zu oft schießen, die Dinger. Das ist so krass, wie stark das einfach ist. Das macht diese Elektroohren. Und jetzt nimmst du 10 Schaden pro Schlag, den du auf mich machst. Da kannst du nichts dran verhindern, da gibt es keine Rhodes für. Und ich nehme keinen Schaden. Da haben gerade 3 Leute draufgeschlagen, das ist nichts passiert. Und da ist viel noch mit 8 Lesen rumkriegt. Also, das ist, weiß ich, also entweder du burstest es halt komplett weg, gleich am Anfang, wenn du halt viele Magier hättest. Oder das geht, glaube ich, einfach gar nicht. Na gut, ich gehe jetzt in den Keller und guck mir das noch an. Oh, was war denn der letzte Dialog? Noch einen hatte ich noch, ne? Hallo, oder? Oh, ich bin dumm. Oh Mann. Hä? Achso, er macht jetzt irgendwas noch. Er schreibt was? Leuchtfeuer. Ich war jetzt ein bisschen sehr. Oh! Hervorrufstricks Licht. Aha. Jetzt kann ich. Bis auf alle Ewigkeit. Licht zaubern. Aha. Keller. Ach so. Ach ja, wie schön. Aufstieg, oberstes Stockwerk. Aha. Jetzt sind wir quasi in den Keller, in dem wir sowieso sind. So, fliegen. Basilisken. Hey, wir können noch mehr Leute entsteinern. Hä. Sprühende Farben. Achso, ja, das blenden nur. Schriftrolle Feuerball. Verdammt, warum habe ich das gelernt? Wie man vergisst einen Gedankenschilder und Notiz einer Wahrsagerin. Jedes Kapitel schreibt einen Falle in den Kapitel der Wahrseherin an. Ja, das habe ich ja gar kein Interesse dran, ne? Lieferung aus Ferien, Gedankenschilder.
Da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal mit unseren Zwergen hin und nochmal reden und denen richtig viel Zeug abdrehen. Und da oben haben wir noch einen Magiezauberstab. Stab Sarkan Segens. Oh, wie schön. Und Zungen des Wahnsinns. Na gut, wir hatten schon ein paar. Insofern war es jetzt nicht so schwierig, die. Auskrimmen der Enklave Nalot. Das klingt irgendwie auch interessant. Stab des Arkan Speers Segen. Dieser Stab ist völlig verstaubt. Schreibt aber dann einen beruhigenden Aura aus. Der Vorbesitzer hat den weggelegten vergessen, da es niemanden zu segnen gab. Ja, das ist so, das ist mal trauriger. So, Gedankenwahrnehmung Stufe 2. Da müssen wir uns halt nicht einstimmen, ne? Aber jetzt würde ich eigentlich Schattenherz in die Hand drücken. Weil die halt auch öfter mal in Dialoge gelangt. Witzigerweise, warte mal, der macht den Schattenherz hin, macht dieser Stab einfach mehr Schaden, oder? Ja, 3 bis 10. Also Gail kann gar nicht mit so einem Stab umgehen. Stell ich mal fest, ne? Kann Gail eigentlich überhaupt mit irgendwas umgehen? Irgendwie hat er da nicht so das Talent. Verstimmung der Nerven des Verstandes, eine Abhängung. Ach ja, das Ding mit dem komischen magischen Buch. Wir finden gerade übliche Grenzphilosophien. Die unmöglichen wahren Abenteuer des Tenebrocks Morgig. Und noch eine vergoldete Truhe. Mit Funkelwand. Funkenbuckel. Der Träger kann nicht schockiert werden. Gewährt Resistenz gegen Blitzschaden. Okay. Gasförmige Gestalt. Immer gut zu gebrauchen. Bronzebaren Waren. Tagebuch von De Hurst. Der Rest meiner Forschung wartet darauf, gelesen zu werden. Bis zum nächsten Chess. Okay, gut. Waren. Und der Rest kommt mit. Ja, gut. Und. Auskommen der Klave Engplot. Elminister sagt, Nalot sei ein wunderbarer Anblick, wie im Himmel von Feron schwebt. Und er hat gewisslich recht. Diese nesserilische Enklave war einst ein Juwel des Reichs der Magie. Mit Türmen, die sich einst in den Himmel bohrten. Und doch fiel sie, genau wie alle nesserianischen Enklaven. Sie stürzte krachend in die Tiefen, als Karsus Tor die Magie aus der Welt riss. Doch auch wenn Nalot ins Meer gestürzt ist, ihr Ruinen wohnt noch immer eine seltsam verzerrte Schönheit inne. Ich kam von Chalrua hierher, als ich hörte, dass die See in sich zurückgezogen hat und Ruinen von Nalot wieder sichtbar waren. Doch ich war zu langsam. Plünderer hatten den materiellen Ruhm der Enklave gestohlen und dabei einen Großteil ihres esoterischen Reichtums zerstört. Ich habe arkane Bücher gefunden, mit denen Lagerfeuer gemacht wurden. Ihre Magie ist für immer verloren. Ich bin hier einige Shadowar begegnet, deren Interesse dem meinen ähnelten. Wir haben vereinbart, die Ruinen gemeinsam zu durchsuchen. Ich bin dankbar für diese Verbündeten. Es finden sich in den Ruinen hauptsächlich tumpe Abenteurer, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendjemand uns beobachtet, um zu sehen, was wir entdecken. Also das sind die von den. Yes. Naja, nichts. Okay, gut, dann haben wir jetzt. Ne, was ist das? Ist das der Kellereingang? Metalltür. Ach so. Ah ja, okay, gut. Dann sind wir jetzt komplett durch mit diesem. Ach so, der Button hat quasi diese Tür geöffnet. Okay, gut. Judy, dann sind wir durch mit diesem Turm. Dann haben wir hier auch alle gesehen. Dann können wir wieder zurückreisen zum Grünen-Kolonie und unsere ganzen erbeuteten Schätze verkaufen und danach beim nächsten Mal mit den Dingens zu reden. Welche Heilskette habe ich gerade um? Die von Selune, ne? Wenn ich jetzt Gedanken zauber, dann das hält einfach, ne? Okay, ist einfach nur ein weiterer Effekt, der einfach oben drauf liegt. Dabei wird das echt viel mit diesen Effekten, die ich so stacken kann. Ja, Feuerball, wir hatten noch gerade noch einen Ring gefunden. Wer hat denn den jetzt schon wieder eingesteckt? Doriger Gegengift, das war ein Festgegenstand, den brauchen wir nicht mehr. Was haben wir hier noch? Ich müsste schon lösen, den müssen wir noch vom Silberbechern. Ja, der kommt auf jeden Fall zur Ware, das Ding. Achso, dieses habe ich ja kurz aus dem Inventar entfernt. Da sind die nicht in der Herzlichtbombe, bat einen rein. Sonst könnte ich einfach nur Licht machen, na gut. So, Magie des Gewebes, seine Einführung. Verfaulte Hühnereier. Ich meine, schön, dass man die immer für 1 Gold. Oh, 100. Dass man die für 1 Gold verkaufen kann. Existiert Blitzresistenz. Ach so, du müsstest wahrscheinlich. Der Kampf wäre einfacher, wenn du im Vorfeld vielleicht das ein oder andere Elixier der Blitzresistenz schaffst. Dann ist der bestimmt besiegbar. Du müsstest dich halt bloß vorbereiten. Und das haben wir halt einfach nicht getan. Also der Kampf wäre, glaube ich, doch relativ möglich. Ich habe mich halt bloß nicht entschieden. Okay, Astarion hat noch gar keinen Ring. Der Leuchtfeuer. Von der Vorbesitzung zum Erreichen des Finsteren wegen der Unterreichen des eigenen Kellers genutzt. Dieser Ring reflektiert Licht, wo keins ist. Ja, also langsam werden unsere Lichtslots hier ganz schön voll, ne? Aber das können wir ja auch schaffen, das geben, das Ding. Solange wir nicht mehr Ringe finden, ist es, glaube ich, auch ziemlich egal. Na gut, okay. Gut, dann, ist da noch ein Beutel. Gut, dann handeln wir noch mal kurz mit den Zwergen. Oh, sind die weg? Ah ne, die waren nur hier. Okay, dann reden wir nochmal kurz mit denen, verkaufen denen unseren ganzen Kruscht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Sei denn, ja mal was Besonderes zu sagen, aber ich glaube eher nicht. Aber da redet sie überhaupt noch mit mir? Das würde es sehr, sehr schwierig machen für mich, um was ihr zu verkaufen.
You don't know what you've done. Leave me be. Okay, wir können nur losgehen. Okay, gut, dann verkaufe ich alles und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.